Freud und Leid liegen gerade im Sport nah beieinander. Jenny Elbe feierte früh in der Saison eine neue persönliche Bestleistung. 14,12 Meter. So weit ist die Dresdner Dreispringerin noch nie geflogen. Doch jetzt zwickt der Rücken. Die ganze Vorbereitung lief problemlos und jetzt ist es hier und da mal ein bisschen schwieriger. Man hat also gesehen, dass die Jenny doch körperlich sehr gefordert ist durch diese Springerei. Das braucht sie auch, um die hohen Leistungen dann abzurufen. Aber man kann also damit auch, sagen wir mal, die Kiste gegen den Baum fahren. Und diese Gratwanderung, die Sie da auch erkannt haben, die ist da. Und da müssen wir uns klug zurückhalten, Emotionen zurückfahren, Entscheidungen treffen, die dann uns doch wieder vorwärts bringen. Die Stimmung bleibt also positiv. Jenny Elbe möchte in diesem Sommer die deutsche Nummer 1 im Dreisprung werden. Die erste Duftmarke passt. Die persönliche Bestleistung beim Meeting in Garbsen konnte die Konkurrenz nicht toppen. Vor dem ersten Wettkampf weiß man meistens überhaupt noch nicht so richtig, also ich zumindest weiß immer nicht so richtig, was dabei rauskommt. Und dann, ja, man merkt im Erwärmungsprogramm, ob das jetzt schon gut laufen kann oder nicht, ob man sich fit fühlt. Und ja, die Aufregung ist natürlich beim ersten Wettkampf auch noch sehr hoch. Und nach dem ersten Sprung wusste ich dann, ja, da geht schon mal was. Gute Ergebnisse zählen. Die Startplätze bei großen Meetings und internationalen Wettkämpfen sind hart umkämpft. In Deutschland gibt es gleich 3 Athletinnen auf Augenhöhe. Katja Demuth, Christine Gierisch und eben Jenny Elbe. Also es gibt keinen Zickenkrieg in dem Sinne. Jeder ist emotional anders drauf, jeder ist auch von seinem Charakter her eine andere Person. Jenny kommt besonders gut mit Katja Demuth auch zurecht. Es ist nicht so, dass die Mädels sich dann hinterher anfauchen, wenn eine gute Leistung gesprungen ist. Ich denke mal, dass diese Konkurrenzsituation eher beflügelt. Es gibt Disziplinen in der Leichtathletik, wo auch so ähnliche Dinge vorhanden sind, wo also 3 Athleten gut sind und dort kommen die Leistungen dann auch dementsprechend immer weiter in die Spitze rein. Also für uns ist das eine positive Situation. Das Nahziel heißt Europacup, der Traum Moskau. Jenny Elbe möchte im August bei den Weltmeisterschaften in Russland starten. Unmöglich, könnte man beim Blick auf die WM-Norm meinen. 14,40 Meter werden gefordert, das sind 28 Zentimeter mehr als die frische persönliche Bestleistung. Ich will mich jetzt nicht so unterbuttern und sagen, das ist noch kein Thema, aber es ist schon ein Stück und da muss man sich ja wirklich fast einen halben Meter steigern, fast deutschen Rekord springen und deswegen mache ich mir darüber nicht den Druck und gehe lieber anders an die Sache ran, um meine eigene Leistung zu steigern. Mit kleinen Schritten die Bestmarke steigern. Jenny Elbe setzt sich nicht unter Druck. Sie ist ohnehin ein Wettkampftyp, hat ihre Nerven im Griff, wenn andere schon mal patzen. Jenny Elbe ist kürzlich erst 23 Jahre alt geworden. Genügend Zeit also bis zum Dreisprung-Olymp. Also es dauert schon noch ein paar Jahre, bis die Jenny so gereift ist, dass sie sich als Weltklasse-Dreispringerin darstellen kann. Es ist so, dass viele Dreispringerinnen, die dort oben in der Weltspitze springen, dick über 25 Jahre alt sind. Es gibt Springerinnen, die sind sogar über 30 Jahre alt. Also in dem Sinne haben wir schon noch Luft nach oben. Hält der Rücken, wird Jenny Elbe in den kommenden Tagen gleich bei 2 Meetings starten. In Wesel und Dessau trifft sie dabei erneut auf die heimische Konkurrenz.